für den Tag heute extra noch die Haare gefärbt. Einen Riesenapplaus. So, hallo. Mir wurde gesagt, ich soll mich ganz kurz und knackig halten, die Zeit rennt. Das werde ich natürlich wie immer tun. Das Wetter hat gehalten, die Sonne strahlt leider nicht. Dafür strahlen wir hier alle umso mehr. In bunten Farben, meinem fröhlichen Fest. Wir haben hier einen absoluten Luxus. Der CSD bei uns ist ein fröhliches Straßenfest. Wir können Party machen, wir können essen, wir können was trinken, wir können einfach viel Spaß haben. In Kürze kommt das Gesetz zur Ehe für alle. Es könnte alles eitel Sonnenschein sein. Einhorn durchlassen, einmal Glitzer drüber, alle sind glücklich und zufrieden. Super. Aber unser Ulmer, Neu-Ulmer CSD ist natürlich nicht so groß wie der Kölner. Natürlich haben wir keine so eine riesengroße Parade wie München, aber es ist hier. Es ist unser CSD. Es ist ein CSD, der hier stattfindet, der in vielen Städten stattfindet, der in kleinen Städten stattfindet. Und das finde ich viel wichtiger als nur ein paar einzelnen großen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier so friedlich feiern können, dass wir alle hier gemeinsam sind, die gesamte Stadt hier Spaß hat, ohne Störer, ohne Aggressivität, einfach nur ein schönes Fest. Das ist ein Privileg, dass wir das hier machen können. Doch es gibt auch Dinge, für die wir weiter kämpfen müssen. So einfach ist die Sache nicht. Niemand garantiert uns zum Beispiel, dass nach der Wahl im Herbst das Adoptionsrecht im neuen Gesetz der Ehe für alle wirklich auch wie gefordert kommen wird. Wenn die Wahlen vorbei sind, ist es schwer, die Bedürfnisse der Community überhaupt noch in die Politik zu tragen. Wenn es nicht mehr neu ist, wenn es gerade nicht schick ist, wenn es nicht gerade wunderbar in die Werbestrategie reinpasst. Wir haben doch gesehen, wie wenig Interesse war denn daran, Homosexualität als Asylgrund überhaupt nur zu diskutieren. Erst als Menschen in Tschetschenien tatsächlich interniert wurden, da hat die Politik immer noch zugesehen, hat dann erst angefangen, darüber zu reden. Ohne eine Nadel, die quasi permanent in den gemütlichen Hintern der Politiker piekst, wird sich nichts bewegen. Ihr und wir müssen die Nadel sein, die piekst. Und dass diese Diskriminierung, die täglich stattfindet, immer noch hochaktuell ist, sehen wir doch gerade am Thema Blutspende. Und Diskriminierung wurde jetzt durch eine andere Diskriminierung ersetzt, inklusive noch einer exklusiven Frechheit für alle. Früher war es so, dass ein Mann, der ein einziges Mal in seinem Leben, nur ein einziges Mal mit einem anderen Mann Sex hatte, nie wieder Blut spenden durfte. Gar nicht. Dabei ist Blut so wichtig. Es wurde einfach begründet, es sei eine Hochrisikogruppe, man hat Angst vor Krankheiten, man könne das gar nicht verantworten. Doch stimmt das überhaupt noch? Es ist tief in die Köpfe reingesackt. Wir haben eine moderne Medizintechnik. Die Prüfung von Blutspenden ist schnell, umfassend, wird routinemäßig immer durchgeführt. Es ist also absolut unnötig und absolut nicht mehr zeitgemäß, ganze Gruppen pauschal nicht zur Spende zuzulassen. Es macht auch einfach keinerlei Sinn mehr, egal wie konservativ man noch sein mag. Fun Fact am Rande, vergleich mal einmal die Fragebögen zur Blutspende in Deutschland mit denen aus anderen Ländern und sei es nur Österreich, unsere Nachbarn, wird einem auffallen, dass dort nach dem allgemeinen Sexualverhalten gefragt wird. In Deutschland allerdings nach der sexuellen Präferenz. Ob eine Frau schon mal mit einem bisexuellen Mann geschlafen hat oder ein Mann vielleicht mit einem Mann. Das scheint viel interessanter zu sein. Dabei ist es medizinisch einfach nicht mehr notwendig. Nur mit der Knochenmarkspende sind wir inzwischen schon ein bisschen moderner. Aber selbst dort sind die erzkonservativen Länder Polen und Italien noch viel weiter als wir. So viel zu modernes Deutschland. Doch es geht auch um die sexuelle Identität, die jeder Mensch so ausleben können soll, wie es ihn einfach glücklich macht. Die Piraten setzen uns zum Beispiel dafür ein, und das sogar in unserem Grundsatzprogramm, dass zukünftig das Merkmal Geschlecht nicht mehr zwingend im Pass erfasst wird, dass zur Erfassung der Personalien der Person nicht mehr notwendig ist. Übrigens genauso wenig die geschlechtseindeutige Vorname. Das ist einfach ein Überblätter. Letzte Minute, ja? Genau. Den größten Punkt allerdings sehen wir in der Unterstützung der Aktion Artikel 3 Plus, den sich jeder anschauen sollte, unter artikel3.de. Wir wollen den dritten Artikel des Grundgesetzes erweitern, und zwar um den Satz: Alle Menschen sind nicht nur frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sondern niemand soll aufgrund seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. Und ich schließe mit dem Satz, den ich jedem Ende sage: Liebt einander, nehmt euren Schatz in den Arm, gebt ihm einen Kuss, es ist gut so. Niemand hat das Recht, sich bei euch dazwischen zu drängen. Es ist euer Leben, eure Liebe. Lebt sie, wie ihr wollt, und es ist wunderbar.
wundervoll so. Dankeschön. Danke, Anja Hirschel. Dankeschön. Danke.